Fuck, fuck, fuck. Jetzt haben wir auch noch hier so einen Bogenschützen. Ach, scheiße. Wie mache ich das jetzt? Ich muss weiter hoch ins Baum. Ich muss dringend die Etagen oben ausbauen. Jetzt werden es nämlich immer mehr Monster. Ach, ist ja auch normal. Ich will easy spielen. Ich spiele nicht gern so hart. Trotzdem sind noch alle da. Verdammt, hab ich easy gespielt. Weiß ich ja schon langsam, hell. Kann ich die wenigstens. Ach, die kommen ja alle so hinterher. Ach, das finde ich witzig. Kann ich sagen, dass du wieder da bist? Oh. Alter, ich hab Schiss, Mann. Verpisst euch, ich hab Angst vor euch. Verbrennt, verbrennt. Hexe, Hexe, Gau, Gau. Ha. Scheiße, scheiße, scheiße. Ja, er brennt, du Assi. Ja, Nils, ich guck zu, wie das Skelett verbrennt. Rest in peace, Skeleton. Was? Scheiße. Komm mit, Skeleton. Fuck, 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 fuck. Och, du Scheiße. Und ein weiterer Creeper. Tja, das kommt davon, Philipp, wenn man so mit... so gerne angibt und mit Viechern rumspielt. Wenigstens ein paar Bones ergattert. Ich muss echt vorsichtiger werden. Wir müssen diese Etage ausbauen, dass mich diese Fettviecher wenigstens nicht mehr finden. Ich bin noch nicht komplett sicher. Es sind noch ein paar Spinnen, aber die tun ja nicht so viel. So, jetzt hole ich mir aber wirklich das Kobbel, was ich brauche. Wow, eigentlich bin ich es gar nicht gewöhnt. Was zum Teufel? Eigentlich bin ich ja gar nicht Kobbel nötig. Was war denn jetzt? Kommt das Vieh jetzt her? Ich hasse diese. Oh, jetzt geht. Nicht wirklich, oder? Stirb, bitte, stirb. Ich halte nicht mehr aus. Stirb, bitte, stirb. Ich halte nicht mehr aus. Ich hab so einen Schiss vor euch. So, ich nenne ihn jetzt einfach beim Namen Tiamatis. Jetzt habe ich das Kabel. Das Kabel, weiß ich, der Kabel. Jetzt habe ich den Kuppel. Alter Schwede, Alter. Lass mal jetzt mal einen Aufstand. Mr. Creeper. Das bin ich. So, 44. Ach, machen wir uns gleich einen 64er Stick. Werkzeug haben wir ja genug. Falls wir hier nochmal in einem Kampf verwickelt sind. Achso, hier ist ja schon eine Treppe aufgebaut.
Gut, dann muss ich nichts bauen. Im Falle, dass wir einen Kampfpunkt sind. Ich klettere ganz gerne auf Bäume. Wahrscheinlich auch der Grund, warum ich einen Baum ausgemacht habe. Machen wir gleich einen 64er Stick. Jetzt mal die Ruhe weg. Und 2 zu viel. Wir scheißen drauf. Und sind jetzt endlich effektiver. So, wo habe ich gewohnt? Wo habe ich mein Haus geparkt? Dort hinten habe ich mein Haus geparkt. Ich verliere sehr schnell die Orientierung. Generell so beim... Generell so beim Erkunden verliere ich schnell die Orientierung. Und wenn ich dabei noch quassele von irgendwelchen Sachen aus Minecraft... Tja, da kommt nichts Gutes bei raus. So, dann bauen wir uns die ersten 2 Ofen und schmelzen die ersten 2 Kohlen. Aber gefakte Kohle, keine real Kohle. So, und machen wir noch da einen. So, noch. Ich sehe gerade noch 23 Minuten. So, das kommt hier mit rein. Da können wir uns ja schon bald da. Können wir uns jetzt eigentlich gleich eine Angel bauen? Aber nein, ich habe jetzt no Bock. Ach, jetzt brauchen wir noch Holz. Oh, alles so aufwendig. Scheiß Spiel. Wir haben ja hier... Ach du Scheiße, ich dachte, du wärst schon so viel. Schafe erschrecken mich so. Jetzt können wir jetzt auch mal ein Stück weiter zubauen, damit Schafe nie wieder rauskommt. Du wirst dann unser Führer bei unserer ersten Höhlenerkundung, die bald folgen wird. Ja, Schafe. Falscher Ort, falscher Moment. So, jetzt ist die Höhle auch endlich zu. Noch ein bisschen Holz abgenommen. Noch 21 Minuten. Na gut, noch 21 Minuten. Das iPad entnommen. Das heißt, ich muss jetzt so ungefähr abschätzen, dass das hinkommt. Ja. Nehmen wir so eine. So eine. Und so eine. Und noch so eine.
Erstmal 100 Werkzeug, hoffe ich. Ja, hat schon wieder Hunger, dieser Fressack. Fuck, wie mach ich das jetzt? Muss ich halt jetzt Schritt für Schritt? Nein, nicht so. Passt das? Krieg ich das von hier hin? Jo, passt. Jetzt kann ich wenigstens erstmal hier drauf und mir die Lage hier anziehen. So, das ist schon abträglich. Damit das alles eine Fläche, genau. Und die Sonne geht schon wieder unter, du Scheißsonne, du. Scheißsonne. Was denn? Nicht wegwerfen. Nö, nicht das wertvolle Material. Okay, das iPad ist weg und ich muss jetzt so circa die Zeit abschätzen. Ich mache jetzt eine Fläche. Kriegen wir jetzt einiges an Daumen. Dann lasse ich nur das hier oben frei, weil... Na gut, die Monster, es gibt doch viele Monster, die auf beiden spawnen. Ah, ja, das muss jetzt sein. Und der hat schon wieder Hunger, so ein Fettwanst. Alter. Leder kann man nicht essen. Aber auch lecker, so ein leckeres Lederbrötchen. Erstmal hier die Runterfallgefahr senken. Welche Fläche war das? Diese Fläche hier. Nö. Machen wir es jetzt hier treppig. Genau. Genau. So machen wir es, Mensch. Dann müssen wir das nicht hier alles wieder abgucken. Machen wir das jetzt hier auf die Fläche, weil das so hoch sitzt. So der das. Aber man will ja noch nicht. Du hast ja noch nicht gestillt. Wir setzen ja dann später noch eine Etage hier. Aber das sind alles noch Pläne. Das kommt noch. Das kommt noch. So, jetzt kommen erstmal die Viecher noch. Naja, die sehen mich ja eh nicht. Die können ja ruhig kommen. Bis auf die nervigen Skelette können die ja ruhig kommen. So, und dann muss ich, wenn wieder Tag ist, ganz schön viel abholzen. Oh, das ist alles Natur. Na toll, Philipp, na toll. Inwiefern ist das jetzt hier Natur? Oh, das ist ja alles Ebene. Wie macht man das hier? Wie macht man das? Wie macht man das? Machen wir das so hier? Das hat man hier so abzäunen. So, zack, so hoch hier, so die Abzäunung, und dann geht die Abzäunung so hier lang. Das wäre was. Das wäre natürlich auch was. Wow, es wird ganz schön eng hier. Uch, wird aber. Dann müssen wir die versetzt pflanzen das nächste Mal. Genau. Das lassen wir so. Das ist nochmal so ein trendischer Flur. So, wieder so ein trendiger Flur. Diesmal pflanzen wir, ich würde sagen, hier hin. Dort hin. Und da hier. Machen wir hier hinten so. Das ist so wirklich. Alles so verbreitet, wie wir das wollen. Das ist ja nochmal so ein Unterführer. Das ist ja dann ein ganz schön großes Baumhaus.